Ja, willkommen, da bin ich wieder in Assassin's Creed 2. Beim letzten Mal sind wir hier aus Florenz geflüchtet und jetzt geht es weiter mit Mama und Schwesterchen. Wir dürfen uns auf den Weg machen, weiter zu Onkel Mario. Und echt gespannt sein. Oh, da warten schon welche auf uns. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Buongiorno, Ezio. Patsy. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun So, den geschehen, wo ersten. dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. So. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Oh. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt! Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie! Tötet sie alle! Der ist so ein bisschen kirre im Kopf, würde ich sagen. Ja, jetzt kriegst du Haue, wa? Und dann tu es erst in der Rennen. Du sagst erstmal, tötet sie alle. Zwei. So. Mal drauf hier. So, Nummer 3. Nummer 4. Piki, 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 piki. So, komm hier. So, das ging ja richtig easy. Und jetzt haben wir, glaube ich, nur einen vor uns. Und auch den haben wir erstochen hier. Allesamt abgemuxt. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Das war Onkel Mario. So, und ich würde sagen, wir sind jetzt in Monteriggioni angekommen. Genau. Und dann wollen wir mal gucken, was hier passiert. So, Casa, deutsche Casa. Zusammen mit Mario die Villa Audio Tour erkunden. Okay. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen, vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel.
Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. So, erstmal danke, Onkelchen. Und wir haben jetzt gerade mal eine richtig große Menge von... Ja, was heißt große Menge? Also wir haben gerade richtig viel erfahren gerade, was hier so los war oder ist. Und ich würde sagen, ich kletter mal ganz schnell noch hier wieder oben hin, weil, ne, das ist ja so vorteilhaft. Die Gegend auskundschaften und dann schauen, wie wir uns bewegen können. So, das heißt erstmal wieder hier synchronisieren. Und dann haben wir den vollen Überblick über dieses Anwesen. So, wir dürfen jetzt hier, die Karte hat sich aktualisiert. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. So, interessanterweise, und das ist schon das zweite Gebäude, wo mir das aufgefallen ist, ist da oben dieses da. Da ist ein Zahlencode. 1221012. 12.21.12.2012. Soll es so bedeuten, weil ich gehe mal davon aus, dass das die englische Schreibweise ist. Kann ich das irgendwie einnehmen? Man sieht jetzt nur das Datum, aber ansonsten gar nichts weiter. Kann ich jetzt noch irgendwas machen? Nee. Nur wieder runter. Okay. Da konnte ich jetzt nichts machen. Dann gucke ich mal hier. Da ist so eine Leuchtefigur. Okay. Das lasse ich mal jetzt noch gerade so nebenbei weg, weil, was heißt nebenbei? Das lasse ich jetzt überhaupt erstmal weg. Erstmal kümmere ich mich jetzt weiter um die Hauptstory. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. So, wir sollen ein paar Stiefel und einen Dolch kaufen. Okay, mache ich. So, reparieren haben wir nichts. So, dann Rüstung kaufen. So, Lederstiefel. Widerstand und Gesundheit hat sich dadurch erhöht. Ja, sehr schön. Mache ich doch glatt. Und wir sollen kleine Waffen, Dolch. Ja klar, auch den kaufen wir uns. So, Schutz, Tempo, Schaden. Okay. Ein Vergnügen, Signore. Kommt bald wieder. Bitte sehr. So. Drücke um das Waffenrad, dann Dolch auswählen. Okay. So. Jetzt haben wir den Dolch ausgewählt. So, als nächstes sollen wir unseren Doktor da aufsuchen. Mache ich auch. Seid nüchtern, tretet näher. Mache ich. So, heilen. Apothekenbedarf. Ja, hier, komm. Oh, 75 pro Stück. Das waren ja 375, die ich gerade verballert habe. Aber okay. Vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. So. Kommt, seid nicht schüchtern. Und nochmal 800 bekommen. Sehr schön. So, und jetzt wollen wir wohl zurück zu Onkel Mario oder was? Okay. Dann mache ich das doch mal glatt. Wir haben einen Dolch erhalten, genau. Was mich jetzt 100 Stiefel haben auch, was man da machen kann mit diesen Symbolen. Das würde mich echt mal interessieren, aber irgendwie kann ich da gerade nichts machen. Okay. Aber das werden wir bestimmt hoffentlich nochmal mitbekommen. So, erst. Ach nee, hier, stopp. Hier, Mama. Genau, erstmal Mama. So. Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Was ein Gespräch, würde ich mal gerade sagen. Die mögen das hier nicht. Ja, das ist sehr schön. Meistens ist das so, aber man kann es manchmal nicht ändern. Was sein muss, muss sein. So, da ist Onkel Mario. Hallo Onkel. Ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell. Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein, wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich,
für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. So, Übung macht den Meister. Wir sollen jetzt von Mario lernen, wie man kämpft. Dann probieren wir uns mal drinnen darin, ne? Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden, was? Dein Vater war ein Assassine, Ezio. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Ich wurde getroffen und trotzdem zählt das. Okay. Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge, also dachte ich mir, dass du auch seine Codex-Seite haben wirst. Codex? Sie, eine Beschreibung der Arbeit des Ordens, sein Ursprung, der Zweck und die Techniken. Unser Credo, wenn du willst. Dein Vater glaubte, der Codex enthielte ein mächtiges Geheimnis. Etwas, das die Welt verändern würde. Vielleicht haben sie ihn deshalb geholt. Assassinen, Templer, Codex-Seiten. Das ist alles sehr viel auf einmal. Du musst deinen Geist öffnen, Ezio. Und bedenke, nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. So. Zwei. Sehr schön. Und? Zack. Yeah. Das ging ja relativ easy. Also Konter kann ich schon mal. Okay. So, was haben wir jetzt? Fatti sotto. Chiudiamo questa partita. Heilung. Ja, das ging jetzt auch relativ easy. Provozieren. Du machst gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Die Chroniken sagen, das jetzt? Dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. So. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Welches Werk? Die Templer wollen die Menschheit unterwerfen. Und wir, die Assassinen, haben geschworen, sie zu bekämpfen. War Uberto einer von ihnen? Ja. Und die anderen Namen auf Vaters Liste? Genauso, Templer. Das heißt Vieri. Wie sein Vater, Francesco. Wahrscheinlich wie die ganze Pazzi-Familie. Das würde vieles erklären. Wie habe ich das gerade gemacht? Wie habe ich das? Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz so verstanden, bin ich ganz ehrlich. So. Wie soll Onkel Mario jetzt verhauen? Ach, Gnade, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ihr könnt mich nicht. Die Erlaubnis auf. Immer schön auf Konter gehen. Wir haben es geschafft. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio?
alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Wow. Ja, Leute, das war mal wieder eine richtig schöne, nette Folge in Assassin's Creed 2. Diesmal habe ich nicht unbedingt so viel sagen müssen, können, dürfen, machen, ne? Ihr wisst. Ich hoffe mal, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ihr wisst, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und von daher bis zum nächsten Mal und bis denne.